I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon. Servus Burschen, wir sind heute wieder back. Heute vorerst letztes Video, gell? Von Louis Vuitton Maxi. Wir probieren heute die 130 km/h zum Knacken. Dax Factory ist am Start, klar. Du hast da schon die letzten Vorkehrungen jetzt getroffen, oder? Hier Hafen nochmal gerade gekriegt. Draußen. Optimale Bedingungen wieder, gell? Regen wie immer, wo man 130 fahren. Also, ja. Wisst ihr jetzt ja nichts mehr. Ja. So startklar. Also, ich hab gestern noch eine KTM-Kupplung rein, dann mit den alten KTM-Belege gar nicht eigentlich anders was angestimmt, dieselben Einstellungen fast. Und hat normal funktioniert, also es ist definitiv an die Belege gegangen. Was sagst du dazu? Oft gehört, nie gehabt. Und irgendwann ist immer das erste Mal. Ne? Genau. Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einmal die Strecken an mit dem Autofahrer, oder? Weil es liegt ziemlich viel Steine, es sind überhaupt keine optimalen Bedingungen eigentlich, aber wir wollen das im alten Jahr jetzt noch durchziehen und deshalb starten wir das. Wir haben heute extra einen Kameramann angeheuert wieder, der ist immer bei unseren Rekordversuchen dabei. Magst du es sagen? Ja. Okay. Ja. Ich bin nicht mehr für Akkumulator. Was? Ja. Nein. Nur mal Stricher. Nein, das gibt's nicht. Ja, dann können wir gleich das Ladegerät von dir machen. Ich schau mal drauf fahren, da ist nichts. Schau, wenn wir dort fahren. Ja, man muss dann da mitten fahren, oder? Die echte Geschwindigkeit. Und ich habe Angst, wenn ich im Auto herin bin. Das haben wir beim letzten Mal aus dem Auto. Ja, aber das ist unnötig. Das ist nicht unnötig. Du wirst schon sehen, dass das nicht unnötig ist. Weil ich bin gestern die dreimal, was ich gefahren bin, nicht einmal annähernd. Hey, gut. Das ist halt besser. Yeah, gotta aim for the top like, hello, yeah, I can never doubt myself, I know better, all of you critics be acting like you know better, blowing the smoke but I know when the dust settles, so I'm in my element, it's evident that this level's to the game, all of those dark nights I got then, breaking my back to make it out, got me feeling like rain, I ain't never need your help, I know you wishing me well, a penny for your thoughts but seeing no change, I snap for the sun like Diddy, the riches got a mad ass son, I'm like Billy, I ain't never switch up, whole team with me, putting on for my city like O-A-G's. Busfahren sind wir heute auch dabei. Für die Vereinigten Steirischen Emirate hat mir der Kameramann mitgebracht. Meine ich, wie viel km hat es da schon mal aufgelegt mit dem? Ich weiß nicht, aber war halt schnell. 200, 300? Nein, 160 oder was. Okay, ja, cool, danke für das. Ist aber eh noch schön. So außen? Nein, innen noch nicht. Wann innen? Außen schaut scheiße aus. Sagst du, wo du mal die eine Spannung hast? So, Taktik ist jetzt, wir fahren einmal raus, Tags, oder? Probieren Sie mal mit, wie es ausschaut, einfach die Lage. Dann machen Sie Gedanken, wie es weitergeht. Schauen wir, ob es vielleicht gleich funktioniert. Ich brauche ein GPS-Messgerät, Tags, hast du wieder ein Handy-App? Für alle Leute, bevor ich möchte keine Frage beantworten in die Kommentare, wie heißt euer GPS-App? Sag Ihnen das gleich einmal, dass er Ruhe ist. Weil das ist die Frage, was am meisten am Arsch geht, ehrlich gesagt. GPS-Speed. Ja. Sag Ihnen das gleich alles fix fertig. Ich will auch auf mein iPhone. Nur die Werbung. So, eine Sache hat auch noch gesagt. Zieht euch gescheite Protektoren an, ich hab Stiefel an, ich hab auch diesen an, ich hab einen Brustpanzer, ich hab das da auch. Solche Sachen probiert man nicht ohne gescheiter Schutzbekleidung, meine ich, oder? Ja. Sagen wir mal ja. Wir fahren genau Richtung Süden an. Dann wird es eh wärmer, wenn es zurück zum Süden fährt. Wie ist denn der Wind heute? Wenig, ganz wenig. Und in welche Richtung? Das passt dir gut. Warte so. Wollen wir nicht aussehen, oder? Nein, ich wollte nicht, da wollen wir beim ersten Mal. Sollen wir mit dem einfahren? Nein,
Raffinier. Passt. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Vom Osten. Wie viel haben wir? 20 oder so. Wirklich? Alter, aber dran tut das schon brutal, hä? Jetzt ist das auch so arg. Ja. Kriegst du fast Angst, weil da vorne wird es ganz leicht, weißt du das eh? Ja, das kann auch nicht sein. Da hast du ein wenig mehr Downflow, gell? Okay? Ich fliege ja, wenn die aufspielen. So, Tags, erster Versuch, wie viel? Sagen wir 118 ca, gell? Okay? Und was sind jetzt die nächsten Vorangehensweisen? Ein wenig bei der Düsen, da ist noch ein wenig Spazi. Ja. Und beim Ritzel. Okay, das heißt Ritzel und Düsen. Werden wir noch ein wenig was machen. Düsen. Ja. Tauschen. Ja. Nach meinen Kalkulationen haben wir nachher 133. Wirklich? 133? Okay, ich bin gespannt. Manuel, was sagst du? Naja, schwierig. Schwierig. Bist du nicht sehr optimistisch, dass das funktionieren kann? Naja, mit der anderen Übersetzung eventuell, das könnte sich hart ausgehen, aber okay. Das wird knapp, gell? Was sagt ihr? Wie hat das ausgeschaut? Hat es noch gesund ausgeschaut oder hat es eigentlich wild ausgeschaut? Nein, hat eigentlich ganz normal ausgeschaut. Ich habe die Mobits in der Steiermark gegangen, also. Ja. Einmal zwischendurch hast du gesagt, MotoGP schwankt ja drin gewesen. Ja. Okay. War alles unter Kontrolle, kann ich. Was sagen? Wenn wir sich ehrlich sind, das schafft man nur mit den Hügeln dazwischen tags, oder?
Mit dem Hügel dazwischen und nach dem Hügel kurz, dann haben wir Topspeed. Ja, genau. Also du kannst den groß, kannst eigentlich einholen, aber brauchst nicht mal Risiko. Also sowas wie damals, wie wir auf die Pappenkarte in der Kurve fahren, wo der Bambaner gejagt hat, wie er alle Schlosshund. Sowas werden wir wahrscheinlich heute nicht sehen. Aber es bleibt spannend, Dax. Ich glaube, also laut deinen Kalkulationen, Dax, schaffen wir 133 wieder. Die Düsen gibt es nochmal ein wenig extra. Ich bin echt nervös, sag's dir. So, bevor wir da alle jetzt drunter sein, was für ein Motor, was auch immer. Wir haben da einen Italkitsch in der Toni 74 Kubik, gearbeitet von Zeug Maxi Factory. Haben wir einen 24er Polini Vergaser. Welche Düsen haben wir jetzt neu drin, Dax? Haben wir nochmal runter? 126. Okay, 126er Düsen haben wir jetzt da drinnen. Dann haben wir Malossi-Membran. Originale Zündung. Muss man sagen. Originale Zündung. Dax Factory Anreißer, ganz wichtig. Custom Anreißer. Und KTM-Kupplung. Auch retour, um da kurz noch schnell. Auspuff haben wir einen KTM SX 85 Auspuff. Was ist drauf gehört? KTM SX 85 Auspuff ist drauf. Mit einem FMF Endtopf, gell? Schaut extrem geil aus. Ist wahrscheinlich gar nicht optimal, so ein Teig Maxi Factory, gell? Aber wir haben jetzt einfach nur ein wenig einen Styler bei sich rein, gell? Keimbremse nochmal drauf. Volles Programm, würde ich sagen. So, jetzt von Banner 46 in die Haus. Von Banner, was sagt ihr mit selber Prüfung? Willkommen. Willkommen, perfekt. Also, Moped Startklar, 20 Rätsel, wie gesagt, ist drauf und wir starten jetzt die Aktion nochmal, oder? Beim Bahnhof auf die Bordwechsel. Weißt du, warum jetzt bei 200 musst du raushupfen? Nee. Schaust halt, dass die von vornherein nicht ausschnallen. Man sieht das Film. Geht drüber. Play around, nah. You better get out of my way.
competition with a dinner plate. Yeah. Noch besser. Das ist nicht so viel. 127. Ja, das ist das mit der Kamera nicht. Oh ja, da steht 127. Ah ja, unten oder? Da. Das ist. Jetzt sind wir scharf drauf. Ja, es sind 3,5 Wengel, Alter. Da fällt ein Wengel, oder? Fällt was, aber ich würde sagen, wir bleiben bei 127. Der erste Versuch, 127. Es wird irgendwann einen zweiten Versuch geben. Bis dahin. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Wir sehen uns im nächsten Jahr dann irgendwann. 127 km/h bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.